Ja, herzlich willkommen heute zum Thema Prägung. Eine Form des Lernens, die du sehr gut von den anderen Lernformen unterscheiden kannst, ist schnell erklärt. Links im Bild haben wir Konrad Lorenz, den vermeintlichen Begründer der Prägung. In der Mitte siehst du die wichtigsten Fachbegriffe schon mal in Rot, die du brauchst. Rechts die, wie ich finde, drei wichtigsten Arten der Prägung. Die Nachfolgeprägung, wer ist meine Mami, wem sollte ich hinterherlaufen? Die sexuelle Prägung, wer ist ein potenzieller Paarungspartner? Für mich und die Ortsprägung. Wo bin ich eigentlich geboren worden? Und da will ich ja vielleicht nochmal irgendwann hin. Okay, fangen wir direkt an. Konrad Lorenz ist nicht der echte Begründer, wird aber im deutschsprachigen Raum meistens als der solche bezeichnet, hat in den 1930er Jahren da viele Versuche zugemacht, hat Gänse Nachfolge geprägt auf sich selbst, dann sind sie ihm hinterhergelaufen, hat in den 1950er Jahren auch noch mehr Versuche gemacht und ist auch dadurch aufgefallen, dass er im Dritten Reich Mitarbeiter des rassenpolitischen Amtes der NSDAP war. Hat auch im damals besetzten Polen dubiose erbiologische Studien an Menschen durchgeführt, hat wohl Dreck am Stecken. Aber wenn man nur die Biologie betrachtet, muss man sagen, er hat einen Nobelpreis in Medizin bekommen und war ein Top-Verhaltensforscher. Prägung hat nichts mit Erfahrung zu tun. Es ist kein Lernen am Erfolg. Nichts mit Belohnung, kein Lernen, was durch Belohnung verstärkt werden könnte und auch kein Lernen durch Versuch und Irrtum, Beobachtung, Abgucken oder sowas. Prägung ist was wirklich sehr Spezielles. Gucken wir uns das mal näher an. Es ist, ich gehe jetzt mal hier die Fachbegriffe durch, eine irreversible Lernform. Kannst du nicht rückgängig machen. Tritt meistens sehr früh im Leben auf, ist nicht nachholbar, gilt aber dann für Lebenszeit. Die Prägung wird sozusagen eingestanzt in den Organismus in einer sogenannten sensiblen Phase, einem kleinen Zeitfenster, das sich manchmal nur für eine Stunde oder wenige Stunden auftut und dann sich wieder schließt. Es können auch nicht alle Verhaltensweisen in irgendein Tier eingeprägt werden. Du kannst also jetzt nicht hergehen und glauben, durch Prägung irgendeinem Tier eine bestimmte Verhaltensweise in Art einer Dressur einzuprägen, geht nicht. Prägung geschieht, wenn es klappt, effektiv und blitzartig und einige bestimmte Schlüsselreize können dann ja eingeprägt werden. Es muss, nächster Punkt, eine genetische Prädisposition vorliegen. Das heißt, eine angeborene Nervenverschaltung, man kann auch sagen, eine schon grundlegend angelegte Verhaltensweise ist da und die wird dann in der sensiblen Phase, man sagt, ausdifferenziert, konkretisiert. Das Tier weiß schon, ich muss jemandem nachlaufen, das ist die angelegte Verhaltensweise. Und guckt in der sensiblen Phase, wer ist denn in der Nähe? Und dem laufe ich hinterher. Das ist dann die Prägung, die Ausdifferenzierung, die Konkretisierung. Bitte verwechsle nicht Prägung mit dem Begriff Reifung. Die werden oft in der Nähe irgendwo verwendet. Reifung ist kein Lernen. Reifung heißt, da geschieht was von alleine. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ja, in der Nachfolgeprägung kann ein Küken, das ist meistens so in der 15. Stunde schon der Fall nach der Geburt, sich umgucken, wer ist in der Nähe und der ist dann hoffentlich meine Mama, dem laufe ich hinterher. Gucken wir uns das mal an im Zeitstrahl. Hier sehen wir es. Geburt, das ist Zeit, das gibt es dann, da gibt es eine sensible Phase, dann vergeht ein bisschen Zeit, irgendwann wird das Tier geschlechtsreif und so weiter. Normalerweise ist es so, kurz nach der Geburt tut sich ein Zeitfenster auf, sensible Phase, da drin wird irgendetwas geprägt, ein Schlüsselreiz wird eingeprägt, der da ist. Denk ans Küken. Man hat herausgefunden, 15 Stunden nach der Geburt tut sich das Fenster auf. Und das kann ein Fußball sein, der Geräusche macht. Das kann ein Mensch sogar sein oder eine Ente oder ein ganz anderes Tier. Dem laufe ich dann hinterher. Der ist dann wahrscheinlich meine Mama, denkt sich das Küken. Dann schließt sich das Fenster. Die Phase ist abgeschlossen. Und das, was das Tier gesehen hat in seiner Nähe, was normalerweise, das macht ja biologisch Sinn, auch dann das Muttertier ist, dem laufe ich hinterher. Also die Reaktion erfolgt normalerweise. Das ist dann die Verhaltensweise, die sich daraus ergibt, die dann ins Verhaltensrepertoire des Tieres für immer aufgenommen wird, sofort und auch immer weiter. Das Tier läuft immer dann der Mutter hinterher, auch wenn es älter wird. Da gibt es eine Ausnahme, zu der komme ich gleich, das ist die sexuelle Prägung, hier ein bisschen übertrieben von mir. Blaumeise verliebt sich in Lachmöwe. Das Tier, das dann schlüpft, hat auch eine sensible Phase für die sexuelle Prägung. Ich möchte mal kurz anmerken, dass jedes Tier an anderer Stelle sensible Phasen hat und für jede Verhaltensweise, die eingeprägt werden muss, gibt es auch eine eigene sensible Phase. Jetzt haben wir die Besonderheit bei der sexuellen Prägung, dass das Tier, sagen wir hier,
guckt, wer ist in der Nähe, meistens Artgenossen, wenn aber nicht, dann halt ein anderes Tier, das guckt es sich gut an. Und dann, bei der sexuellen Prägung, vergeht sehr viel Zeit und lange nach der Geschlechtsreife hier. Dann erfolgt erst die Reaktion, nämlich das Balzverhalten, und dann zeigt sich, auf wen das Tier sexuell geprägt wurde. Und dann zeigt sich auch, ob es eine Fehlprägung gab. Man kann beispielsweise Enten auf Haushühner prägen. Dann finden die Enten die Haushühner total toll und balzen mit denen und laufen denen hinterher. Gibt es Prägung eigentlich bei Menschen? Nein. Bei Menschen gibt es keine Prägung, bestenfalls präge ähnliches Verhalten. Und was ist mit der Schildkröte? Die ist das Standardbeispiel, die Meeresschildkröte, für eine Ortsprägung. Das ist so, dass Schildkröten an dem Strand, an dem sie geboren wurden, an den Strand kehren sie ganz oft Jahre später zurück, um selber dort ihre Eier hinzulegen. Ja, wie schaffen die das? Wie merken sich die das? Da geht man davon aus, dass die Schildkröte, ja, die Magnetfeldlinien der Erde, deren Neigung und vielleicht auch die Winkel zueinander sich derart einprägen kann in der sensiblen Phase, dass sie diesen Strand wiederfindet. So, das war's. Gucken wir uns nochmal die Gesamtfolie an. Du hast gelernt, Prägung ist eine Spezialform des Lernens. Wir haben eine sensible Phase meistens früh im Leben, bei jedem Tier ein bisschen anders. Und es gibt hier drei verschiedene Arten der Prägung, die, wenn sie einmal eingeprägt sind, nicht nachholbar sind. Ich hoffe, du hast es verstanden. Viel Erfolg bei allem. Ciao.